Diese Männer in Uniform, die sich auf dem Bauche kriechend dem Grabmal des Ayatollah Khomeini nähern, sind ehemalige iranische Kriegsgefangene. Sie sind aus ihren irakischen Lagern nach Teheran entlassen worden. Jetzt rufen sie Khomeini, den toten Imam, an. Er möge ihnen verzeihen, dass sie nicht als Märtyrer auf dem Schlachtfeld gestorben sind, dass sie Schande über ihn gebracht haben. Der Chor der Gefangenen stimmt folgende Hymne an. Steh auf, Khomeini, damit du siehst, wie wir mit Tränen überströmtem Antlitz zu dir pilgern. In Iran, im Kernland des schiitischen Islam, so scheint es, sind die Toten oft mächtiger als die Lebenden. An der brutalen und heimtückischen Figur Saddam Husseins gemessen, erscheint der Ayatollah Khomeini im Rückblick fast wie ein Gerechter. Er war ohnehin eine biblische Erscheinung. Von schreckenerregender Konsequenz, von großer Unerbittlichkeit gegenüber seinen Gegnern, aber auch von abgrundtiefer Religiosität in seiner Einsamkeit. Die Konfrontation zwischen den Amerikanern und dem Irak ist für die persischen Mullahs gewissermaßen ein Gottesgeschenk. Hier stehen sich die beiden Todfeinde Persiens gegenüber. Auf der einen Seite der amerikanische Satan und auf der anderen Seite der Gottesfeind Saddam Hussein. Denn die Mullahs von Teheran hassen ihn weiter, den Diktator von Bagdad, auch wenn sie mit ihm taktische Arrangements treffen. Eines ist sicher: Khomeini hat die Fackel der islamischen Revolution entzündet und allen gegenteiligen Behauptungen zuwider lodert diese Fackel weiter. Wer von der islamischen Revolution redet, denkt an diese Bilder. Fanatisierte Massen, tief verschleierte Frauen, die die ganze Strenge des koranischen Gesetzes fordern, hysterische und aggressive Frömmigkeit, eine morbide Sucht nach dem Martyrium und ein makabrer Kult mit den Leichen der Märtyrer, der Shuhada, die im Heiligen Krieg getötet wurden. Persien mitsamt seiner wiedererstandenen schiitischen Frömmigkeit ist ein schwer verständliches, völlig irrational wirkendes Land. Selbst unter dem Firnis der Modernisierung, die Schah Mohammed Reza Pahlavi mit so großem Aufwand vorangetrieben hatte, war der Iran ein Land des Mysteriums geblieben. Die schiitische Frömmigkeit hatte die grauen Lehm- und Zementmauern der persischen Städte mit herrlichen Moscheekuppeln aus Gold und Blumen gekrönt. Die mystische Vertiefung des Glaubens war im Gegensatz zur sunnitischen Richtung des Islam, die keine geistliche Hierarchie kennt, einem fest strukturierten Klerus übertragen. An ihrer Spitze stehen die Ayatollahs, Zeichen Gottes in der Übersetzung. Unter den heiligen Männern der Schia findet man Prediger der Entsagung, franziskanische Träumer und Terroristen des Glaubens. Das Leiden, die Passion, die Trauer um die 12 Imame ist das Leitmotiv, das Lebenselement der Schia. Einmal im Jahr, im Trauermonat Muharram, treffen sich die Frommen, um in kollektiven Geißelungszeremonien und Flagellantenzügen das Martyrium des Imam Hussein nachzuvollziehen, jenes Sohnes Fatimas, der Tochter des Propheten Mohammed, der vor 1300 Jahren von seinem Gegenspieler, dem Kalifen Yazid, ermordet wurde. Kernstück der geheimen schiitischen Offenbarung ist die Existenz Mehdis, des 12. Imam. Vor rund 1000 Jahren verschwand dieser letzte beglaubigte Nachfolger des Propheten Mohammed im kindlichen Alter von 9 Jahren von dieser Erde. Aber seitdem, so besagt die Schia,
lebt der 12. Imam in der Verborgenheit weiter. Er regiert insgeheim die Welt. Jede theologische These und jede politische Entscheidung, jede Regierung ist nur legitim und zulässig, wenn sie den Weisungen und Geboten des 12. Imam entspricht. Dieser Imam Mehdi wird eines Tages auf Erden zurückkehren, um das Reich der Gerechtigkeit, des Wohlergehens, den heiligen Gottesstaat zu errichten. Niemand kann die Legende vom Sturz des Schah und der Erhebung Khomeinis begreifen, der nicht um die Sehnsucht des schiitischen Volkes nach der Wiederkehr des verborgenen 12. Imam weiß. Im Jahr 1974 hatte uns Schah Mohammed Reza Pahlavi auf unsere Frage nach seinem Verhältnis zum Islam mit der Terminologie eines aufgeklärten Despoten geantwortet. Nous avons dû pour réussir notre révolution, comme nous l'appelons. Um unsere weiße Revolution erfolgreich durchzuführen, haben wir die Politik von der Religion trennen müssen. So wird es auch bleiben. Denn jedes Mal, wenn die Religion sich bei uns in die Politik eingemischt hat, dann hat unser Land eine sehr schwierige und gefährliche Situation durchgemacht. Am Ende stand stets der Obskurantismus. Der Schah glaubte damals, einen Teil seiner Bauern durch spektakuläre Landverteilungen für sich gewinnen zu können. Seine weiße Revolution hatte sich das kühne Ziel gesetzt, aus dem Iran ein zweites Japan zu machen. Aber die Strukturen des Großgrundbesitzes, die Privilegien der Reichen, wurden nicht ernsthaft erschüttert. Diese persischen Mädchen in Uniform bildeten zur Zeit des Schah-Regimes die Vorhut der weißen Pseudorevolution. Der Vater Mohammed Reza Pahlavis, der Gründer der kurzlebigen Dynastie, hatte die Frauen noch mit der Peitsche in der Hand dazu bringen wollen, den Chador, den schwarzen Schleier, abzulegen. Daneben als Kontrast und als Zeugen einer armseligen Realität die Nomaden Persiens. Hier unter dem Zelt der Kaschgai rezitiert ein Knabe die Lobeshymne auf den damaligen Herrscher, die in den Ohren der Mullahs wie Gotteslästerung klingen musste. O Schah, unsere Herzen sind von Liebe zu dir erfüllt. Gott der Mächtige sei dein Beschützer. O Arm Gottes, du hast unser Land gerettet, den Armen geholfen, unser Leben einen Sinn gegeben und das Elend beseitigt. O Kaiser, wie schwer musst du gekämpft und gelitten haben, um aus dem Iran einen neuen Iran zu schaffen. In seinen Palästen empfing der Herrscher angeblicher Erbe der antiken persischen Großkaiser Kyros und Xerxes, die Würdenträger seines Hofes und seines Regimes. In den Augen der Mullahs und der schiitischen Frömmler, die er anlässlich der Unruhen des Jahres 1963 unerbittlich verfolgt und als Schweine bezeichnet hatte, erschien Mohammed Reza Pahlavi nunmehr endgültig als die Wiedergeburt jenes Kalifen Yazid, der den heiligen Imam Hussein ermordet hatte, als die jüngste Menschwerdung des Bösen, als der neue Satan. Blieb nur noch auf den neuen Hussein, den Erlöser, zu warten. In dem französischen Dorf Naufle-le-Château hat er sich offenbart, der Erwählte Gottes, der Retter des Islam. Seit 15 Jahren hatte Ayatollah Khomeini im irakischen Exil gelebt. Nicht einmal die Experten kannten ihn. Aber plötzlich strömten die persischen Oppositionellen und Studenten aus ganz Europa und Amerika zu ihm. Dank seiner geografischen Entrückung im fernen Frankreich wurde er auf seine Weise zu einem verborgenen Imam, zumindest zum Vorläufer, zum Interpreten des mystischen Mehdi. Atheistische und marxistische Intellektuelle, die nach Naufle geeilt waren, um den alten Prediger als Werkzeug zu benutzen, wurden vom Geist der Revolution und der Frömmigkeit erfasst. Die Partei Alis,
Die Shiat Ali hatte in der Person Ruhollah Khomeinis den neuen Hussein gefunden. Es war kein Zufall, dass im Dezember 1978, im heiligen Trauermonat Muharram, die islamische Revolution in Teheran zum Durchbruch kam. Allahu Akbar, Khomeini Rahba. Allah ist groß, Khomeini ist unser Führer, halten die Schreie der Millionen durch die kalten Steinschluchten von Teheran. Die schiitische Geistlichkeit, die seit fast 60 Jahren von der Politik ausgeschaltet war, feierte ihren Triumph. Was die marxistischen Kampf- und Oppositionsgruppen nicht vollbracht hatten, das schufen jetzt die bärtigen Mullahs. Sie rissen die Händler des Bazars mit sich. Vor allem mobilisierten sie die armen Leute aus den Elendsvierteln von Südteheran und reihten diese Mustazafin, diese Enterbten und Entrechteten, denen die besondere Anteilnahme Khomeinis galt, als getreueste Gefolgschaft der islamischen Revolution ein. Als der Schah, statt sich vor seine Soldaten zu stellen, ins Ausland flüchtete, brach auch die iranische Armee trotz ihres gewaltigen Panzeraufgebots wie ein Kartenhaus zusammen. Die kaiserliche Garde, die Unsterblichen, wie sie sich nannten, wurden durch lächerliche Molotow-Cocktails und durch die Sturmgewehre der Volksfedayin sowie der linksmuslimanischen Volksmujahidin überwältigt. Es war tatsächlich, als sei der Zorn Allahs über diese Soldaten hereingebrochen. Am 1. Februar 1979 kehrte Ayatollah Khomeini nach 15-jährigem Exil nach Persien zurück. Im Flugzeug von Paris nach Teheran verrichtete er das Morgengebet und verneigte sich nach Mekka. Irgendeine Bewegung war ihm nicht anzumerken. Im Passagierraum des Air France Jumbos fieberten die Getreuen des Ayatollah der Heimkehr entgegen. Sie wussten nicht, ob sie bei der Landung verhaftet oder als Helden gefeiert würden. Neben den oppositionellen Mullahs warteten islamische Ideologen und Revolutionäre auf ihre Stunde. In der Abgeschiedenheit seiner Flugzeugkuppel legte Khomeini letzte Hand an die künftige Verfassung der Islamischen Republik Iran, an das Gebäude des von ihm konzipierten Gottesstaates. Wenige Wochen später nahm der Imam, wie Khomeini nunmehr von seinen Getreuen genannt wurde, die Loyalitätserklärung und Unterwerfung der ehemals kaiserlichen Armee entgegen. Der greise Geistliche hatte die Soldaten in die heilige Stadt Qom bestellt. Dort defilierten sie im Parademarsch vor dem Führer der schiitischen Revolution, der sich zum obersten Befehlshaber der Streitkräfte proklamiert hatte. Khomeini war in der Nachfolge des Propheten ja nicht nur geistlicher Führer und frommes Vorbild, sondern Gesetzgeber und Heerführer, Amir al-Mu'minin. Die jubelnde Menge war in Trance geraten. Für sie gab es nur eine Partei, die Partei Allahs oder auf Arabisch Hisbollah. Ein Oberst verlas eine Treueerklärung für Khomeini und den Islam. Aber die Militärs, die sich in der Masse aufreihten, waren zuvor wohlweislich entwaffnet worden. Von den fanatischen Revolutionswächtern, den Pastaran, wurden sie argwöhnisch gemustert. Schon an jenem Tag des Triumphes wusste Khomeini vermutlich um seine eiskalte Einsamkeit an der Spitze des Staates und der Umma. Er kannte die Rivalitäten der Ayatollahs, die Unzulänglichkeit der Pastaran, die Wankelmütigkeit der Massen. Schon damals erkannte Ruhollah Khomeini, der als Statthalter Allahs auf Erden und Sachwalter des 12. Imam seine Nachfolger nicht bestimmen darf und kann, die Widersprüche, die Ausweglosigkeit seines heiligen und schrecklichen Experiments. Der tödlichen Konfrontation mit der Supermacht Amerika begegnete er mit furchterregender Gelassenheit. In ihrer Entrüstung über die irakische Aggression gegen Kuwait hat die westliche Öffentlichkeit völlig verdrängt gehabt, dass der gleiche Saddam Hussein 10 Jahre zuvor die Islamische Republik Iran angegriffen hätte.
Aber im Gefolge des jetzigen Golfkonflikts zeichnet sich vielleicht eine gewaltige Umschichtung innerhalb der islamischen Welt ab. Bisher hatten die Araber eine Vorzugsstellung eingenommen in den Augen der westlichen, auch der östlichen Welt. Sie waren das Zentrum des Weltinteresses, obwohl sie zahlenmäßig gar nicht sonderlich stark innerhalb der islamischen Umma vertreten sind. In dieser Dokumentation können wir auf die Muslime in Indonesien, auf dem indischen Subkontinent, im Schwarzafrika gar nicht Rücksicht nehmen. Aber es findet zweifellos eine Hinwendung zur Shu'ubiyya da, das heißt zu den nicht-arabischen Teilen des Islam. Der Prophet hat den Arabern keine besondere Vorzugsstellung eingeräumt, außer der Tatsache, dass der Koran, das ungeschaffene Wort Gottes, auf Arabisch verkündet wurde und dass kein einziges Jota daran verändert werden darf. Khomeini hatte mit äußerster Vehemenz gegen den Begriff der Nation Stellung genommen und er betrachtete die Ummat al-Arabiyya, die arabische Nation, wie Saddam Hussein sie verherrlichte, als eine Abweichung vom rechten Weg. Für Khomeini gab es nur eine Ummat al-Islamiyya, eine Gemeinschaft der Rechtgläubigen in der ganzen Welt. 8 Jahre lang hat der Krieg zwischen Iran und Irak, der sogenannte Golfkrieg, gedauert. Hat er 1 Million Opfer gefordert oder mehr? Niemand weiß es. Der Westen nahm wenig Anteil an diesem entsetzlichen Massaker und die sonst so wortstarken Friedensbewegungen verhielten sich seltsam still. Den Iranern war es wider Erwarten gelungen, die weit überlegene irakische Streitmacht des Präsidenten Saddam Hussein über die Grenze zurückzuwerfen. Doch in den Sümpfen des Shatt al-Arab scheiterte der selbstmörderische Versuch der iranischen Revolutionswächter, die irakische Front zu durchbrechen und den Weg freizumachen zu den schiitischen Heiligtümern von Najaf und Karbala. In Teheran versammelten sich gewaltige Massen, um der steigenden Zahl der Opfer zu gedenken. Es kam zu den gewohnten hysterischen Szenen. Die Wut gegen das Ausland steigerte sich, zumal Teheran klar erkennen musste, dass Amerika und die Sowjetunion die Arabische Republik Irak nachhaltig unterstützten, um die Ausbreitung der islamischen Revolution auf der arabischen Halbinsel, den Durchbruch des schiitischen Fanatismus bis zum Mittelmeer zu verhindern. Fast alle arabischen Staaten hatten sich ohnehin gegen Khomeini entschieden, fürchteten sie doch um ihre guten Geschäfte mit dem Westen, bangten sie doch um ihre konservativen Herrschaftsstrukturen. Die alte Feindschaft und Missachtung der Sunniten gegenüber den Schiiten lebte wieder auf. An Freiwilligen fehlte es nicht im Iran. Es waren vor allem die Halbwüchsigen, die kleinen Basiji, deren systematische Aufopferung in den irakischen Minenfeldern die Empörung der Weltöffentlichkeit entfachte. Hatten Khomeini und seine Mullahs gehofft, die überwiegend schiitische, aber arabische Bevölkerung des Irak werde sich mit Teheran solidarisieren, so waren sie einer schweren Selbsttäuschung verfallen. In dem Maße, wie der Krieg sich verewigte, ohne eine Entscheidung davon zu tragen, siechte Khomeini dahin. Er zeigte sich dem breiten Volk nur noch im Fernsehen. Dieser kranke Mann war bereits vom Scheitern seiner großen Mission gezeichnet. Aber in seiner mystischen Vorstellung war der Fehlschlag des großen göttlichen Unternehmens, ja das Martyrium, nur eine zusätzliche Bestätigung seiner Auserwähltheit im Sinne der stets erneuerten schiitischen Leidensgeschichte. Die Geißelungen und die Begeisterungsstürme der Getreuen verbargen nicht die Tatsache, dass das große umstürzlerische Ziel der Khomeini-Revolution zunächst gescheitert war. Noch hieß es in Teheran, der Weg nach Jerusalem führe über Bagdad. Aber an der Front wurde die materielle Überlegenheit der Iraker immer erdrückender, während die iranischen Streitkräfte und Revolutionswächter unter den Sanktionen und der Blockade der Supermächte schwer zu leiden hatten.
Als Präsident Saddam Hussein von Bagdad den Todesmut der Iraner mit systematischem Einsatz chemischer Kampfstoffe konterte und die Hauptstadt Teheran mit Mittelstreckenraketen bombardierte, blieb Khomeini keine andere Wahl, als den Waffenstillstand mit dem verhassten Todfeind von Bagdad zu akzeptieren. Lieber hätte er einen Becher mit Gift geleert, ließ der todkranke Ayatollah verlauten. Im Evin-Gefängnis, der berüchtigten Haft- und Folteranstalt Teherans, hat sich der unerbittliche Charakter des Khomeini-Regimes in schrecklicher Form offenbart. Hier waren Oppositionelle des Regimes einer gründlichen Gehirnwäsche und schlimmen Torturen unterzogen worden, bis sie zu willenlosen Instrumenten, zu Zombies einer hemmungslosen Propaganda und der Verherrlichung des Imam wurden. In der Strafanstalt von Evin nahm Khomeini manche Züge des Alten vom Berge an, jenes schiitischen Fanatikers und Terroristen des Mittelalters, der zur Zeit der Kreuzzüge den ganzen Orient mit seinen Mordbanden und Haschischin in Schrecken versetzt hatte. Vor allem der Opposition der Volksmujahedin war in Evin und ähnlichen Einrichtungen das Rückgrat gebrochen worden. Ein Gefängnischor war auf die Bühne getreten und erging sich in Reue und Selbstbeschuldigung. O Gott, so sangen sie, wir haben das Herz Khomeinis durch Falschheit und Betrug zerbrochen. Wir kehren in die Arme des Islam zurück und trennen uns von der Maske der Heuchelei. Am 3. Juni 1989 starb Ruhollah Khomeini. Eine beispiellose Trauerkundgebung demonstrierte die Verzweiflung der Bevölkerung über den Verlust des Imam, dieses Mannes, der den strengen Richtergestalten des Alten Testamentes ähnlich war. Vor allem das kleine, arme Volk fühlte sich betroffen. Die Islamische Republik ist nach dem Verschwinden ihres erleuchteten Führers nicht in sich zusammengebrochen. Natürlich ist der Nachfolgekampf im Gange. Ziemlich undurchsichtig bleibt das Spiel des Khomeini-Sohnes Ahmed. Jedenfalls ist in Teheran nicht die Rede davon, zu einem säkularen oder im westlichen Sinne demokratischen Staatswesen zurückzufinden. Auf der einen Seite hat Staatspräsident Hashemi Rafsanjani, den man als Pragmatiker darzustellen sucht, seine Position gefestigt und ausgebaut. Ayatollah Khamenei, der als geistliches Oberhaupt fungiert, verfügt über keine nennenswerte Ausstrahlung, auch wenn er bei seinen Predigten gelegentlich zum Heiligen Krieg aufruft. Unentschieden bleibt die Haltung der höchsten schiitischen Hierarchie, der sogenannten Ayatollah Usma. Beim Freitagsgebet, das hier der Ayatollah Montazeri anleitet, ebenfalls eine Schachfigur im internen Kräftespiel, wird das Schwert des Islam, das der Prediger, der Khatib, traditionell und symbolisch in der Hand hält, durch ein Schnellfeuergewehr, durch eine Kalaschnikow ersetzt. Der Mythos Khomeinis, so hört man aus Teheran, sei nach seinem Tode mächtig gewachsen. Trotz allem Überdruss an der diplomatischen Isolation, einer misslichen Versorgungslage und der wirtschaftlichen Stagnation pilgern die Massen weiterhin zum riesigen Friedhof der Märtyrer nach Beheschte Sahra, wo die Gräbereien kein Ende nehmen. Dort warten. Über der Wüste von Khuzestan, wo die erbittertsten Schlachten des Golfkrieges die höchsten Blutopfer forderten, leuchten die gewaltigen Erdgasfackeln und erinnern auf ihre Weise an jene Lehre des Zarathustra, die im Licht und im Feuer die Kraft des Göttlichen und des Guten zu erkennen glaubte. Manches von dieser Botschaft, so wird behauptet, ist unterschwellig in das schiitische Glaubensgut eingegangen, das von der permanenten Auseinandersetzung
zwischen göttlichen und satanischen Kräften weiterhin besessen ist. Im Iran hatte eine Schicksalsstunde zwischen Morgen- und Abendland geschlagen. Weiter geht die Sonne auf über Iran, dem Land der Arier. Also sprach Zarathustra und verließ seine Höhle, glühend und stark wie die Morgensonne, die aus den dunklen Bergen kommt, heißt es bei Nietzsche. Wer möchte da nicht auch an Khomeini denken, wenn über den verwaisten Begräbnisstätten, den Türmen des Schweigens der letzten Zarathustra-Gläubigen, auf den Höhen bei Yazd das Tagesgestirn aufgeht? Symbol des Guten und des einstigen Lichtgeistes Ahura Mazda. Um bei Nietzsche zu bleiben, im Iran des Ayatollah Khomeini stirbt Gott nicht an seinem Mitleid mit den Menschen. Allah, der Barmherzige, der Gnädige, Rahman Rahim, der weder zeugt noch gezeugt wurde, ist größer, steht jenseits aller anthropomorphen Eigenschaften, jenseits des allzu Menschlichen. Allahu Akbar. Natürlich sind im heutigen Iran Zeichen der Ermattung zu erkennen, sogar des Überdrusses mit der Mullahkratie. Dieses Volk ist zutiefst geprüft worden durch das heilige Experiment Khomeinis und den endlosen Krieg gegen den Irak. Aber man meine nur nicht, dass es sich bei dieser schiitischen Revolution um ein Strohfeuer gehandelt habe. Es gibt dafür auch einen Präzedenzfall im 16. Jahrhundert, als Persien unterzugehen schien zwischen den sunnitischen Afghanen im Osten und den sunnitischen Türken im Westen. Es ist damals gerettet worden durch schiitische Derwisch- und Kriegerorden. Und aus denen ist dann hervorgegangen die große persische Dynastie der Safawiden. Die haben dann erst den schiitischen Glaubenszweig im Iran zur Staatsreligion erhoben. Wenn wir uns jetzt Algerien zuwenden, so weil wir uns der Auswirkungen der Khomeini-Revolution bis in den fernen Maghreb bewusst sind, obwohl diese sunnitisch und nicht schiitisch ist. Die Probleme sind ja überall die gleichen. Da ist zunächst einmal die demografische Explosion. Da ist eine anwachsende Bevölkerung, in der die Jugend mindestens 70% der Bevölkerung ausmacht. Und diese Jugend, die oberflächlich gebildet ist in den Städten, hat keine Zukunftsperspektiven. Sie hat auch keine Ideologie mehr und wendet sich zurück zu den Wurzeln, nämlich zum Frühislam, zum Islam des Gottesstaates von Medina. Es hat schon seinen Grund gehabt, warum die Franzosen während des irakisch-iranischen Konfliktes so eindeutig und nachhaltig auf Seiten Bagdads gestanden haben. Es ging nicht nur um Waffenverkäufe und nicht nur darum, dass gewisse französische Intellektuelle in Saddam Hussein einen neuen Jakobiner sahen, sondern die Franzosen befürchteten, dass die islamische Revolution, dass der sogenannte Fundamentalismus auf Nordafrika überspringen könnte und dann, dass dann das südliche Ufer des Mittelmeers total entfremdet würde. Ja, dass sogar im Mittelmeer die alte Gefahr der algerischen Barbaresken wieder auftauchen könnte. Der Islam ist ein weit gespanntes Gebäude. Im Koran heißt es Lillahi al-Mashriq wa Lillahi al-Maghrib, was Goethe übersetzt hat mit Gottes ist der Orient, Gottes ist der Okzident. Und der französische Generalresident in Marokko hat einmal von einem gewaltigen Trommler gesprochen, der mit seinen Schlägen das ganze Terrain erdröhnen lässt zwischen dem Atlas und dem Hindukusch. In einem Gespräch mit dem ersten algerischen Staatspräsidenten Ahmed Ben Bella, der auch der erste Widerstandskämpfer Algeriens war, habe ich ihn einmal im Exil gefragt, wie er denn zu seinem Engagement gekommen sei. Und Ben Bella hat mir geantwortet, bevor ich überhaupt wusste, dass ich Algerier war, habe ich gewusst, dass ich Musulmane war. Und so zeigen wir Ihnen jetzt nicht ohne Grund Auszüge aus dem französischen Algerienkrieg. Es handelt sich um Aufnahmen, nachgestellte Aufnahmen des Regisseurs Pontecorvo. Aber ich habe diese Schlacht um Algier selbst miterlebt und kann bezeugen,
dass es sich so ähnlich verhalten hat. 8 Jahre lang, von 1954 bis 1962, hat Frankreichs Algerienkrieg gedauert. Dieser Feldzug, der eine Konzentration von 500.000 französischer Soldaten in den nordafrikanischen Departements mit sich brachte, ist heute so gut wie vergessen, aus dem Bewusstsein der Franzosen verdrängt. Dennoch weist er exemplarische Züge auf und ist von einer Studie über die Islamische Revolution nicht zu trennen. Viele der französischen Offiziere, die das südliche Ufer des Mittelmeers für Frankreich halten wollten, gefielen sich damals in der Rolle zeitgenössischer Kreuzritter. Die sogenannte Bataille d'Alger wurde von den französischen Fallschirmjägern und Sicherheitsorganen mit extremer Härte ausgetragen. Die Verdächtigen wurden oft Folterungen unterzogen. Die französischen Militärs klammerten sich an die Illusion, sie könnten 8 Millionen Musulmanen des Maghreb in die französische Republik und den westlichen Lebensstil integrieren. Es gehörte die überdimensionale Persönlichkeit de Gaulle dazu, die putschenden französischen Generale von Algier von diesem Irrweg abzubringen. Am Ende stand der Zusammenbruch des französischen Imperiums in Nordafrika und, was für die Durchschnittsbürger und vor allem die Armee am bittersten war, die Vertreibung von 1 Million Algier-Franzosen aus Nordafrika, wo sie teilweise seit über 100 Jahren Wurzeln geschlagen hatten. Kaum war die schwer erkämpfte Unabhängigkeit proklamiert, da geriet die Demokratische Volksrepublik Algerien unter die Herrschaft der eigenen Militärkaste, der neuen Mamelucken, wie sie bei den Zivilisten hießen. Großartige Paraden wurden nach Ostblock-Modell aufgezogen. Die Soldaten der Volksarmee gaben den Ton an. Die zentrale Figur in den entscheidenden und verhängnisvollen Jahren des Aufbaus der Algerischen Republik war nach dem Sturz Ben Bellas der undurchsichtige Präsident Houari Boumediene. Dieser scheue und abweisende Oberst war zwar streng islamisch erzogen, legte jedoch seinem Land einen utopischen Sozialismus auf, der teils auf das sowjetische, mehr noch auf das jugoslawische Vorbild Titos zurückgriff. Die Emanzipation der Frau stand offiziell an prominenter Stelle im Parteiprogramm der Nationalen Befreiungsfront, die das Monopol der Macht verwaltete. In Wirklichkeit blieben die unerschrockenen Freiheitsheldinnen, die während des Aufstandes gegen die Franzosen Bomben gelegt und Attentate verübt hatten, zur traditionell islamischen Lebensweise unter der strengen und exklusiven Herrschaft der Familie verurteilt. Die Industrieprojekte des sozialistischen Algeriens, hier auf kitschige Weise im Festzug glorifiziert, zeichneten sich durch einen fast stalinistisch gefärbten Gigantismus aus. Die Landwirtschaft wurde weitgehend kollektiviert. Das Resultat war ein totales Fiasko und wirtschaftlicher Ruin. Der Tod Oberst Boumediennes nach endloser Krankheit wurde von vielen Algeriern als eine zweite Befreiung empfunden. Mühselig sucht die Algerische Volksrepublik nach einem neuen Weg. Ihr schier unlösbares Problem ist die demografische Explosion. Von 8 Millionen Algeriern bei Kriegsausbruch im Jahre 1954 ist die Zahl der muslimischen Einwohner heute auf mehr als 25 Millionen geschnellt. Die jüngere Generation stellt 70% der Bevölkerung. Für die meisten gibt es keine berufliche Zukunft. Der Marxismus, der zeitweilig an den Hochschulen des Maghreb auch infolge des französischen Einflusses starken Anhang gefunden hatte, ist nach dem Debakel des Sowjetreichs zur Bedeutungslosigkeit verdammt. Der militante Islam hat auf Algerien übergegriffen. Über dem Portal der Bürgermeisterei von Algier war früher die Inschrift "Vom Volk für das Volk" angebracht gewesen. Jetzt steht dort "Algier, islamische Stadt". Ein großer Teil der Nordafrikaner, insbesondere die Jugend, sucht ihre kulturelle und arabische Identität im eifernden Bekenntnis zur koranischen Religion. Die Revolution Khomeinis, so fern und fremd sie von diesem Maghreb-Land aus erscheinen mochte, hat hier immensen Widerhall gefunden. In Algier, einer Stadt, die zeitweilig wie ein südliches Spiegelbild von Marseille wirkte, sind zahllose Frauen auf die Straße gegangen,
um für die Einführung des Schleierzwanges und die koranische Rechtsprechung zu demonstrieren. Das sind bedenkliche Warnzeichen für den amtierenden Staatspräsidenten Shadli Benjadid, der, wie sein Vorgänger Boumediene, aus der Armee hervorgegangen, sich nun um einen liberalen, marktwirtschaftlichen Kurs bemühte. Als im Oktober 1988 eine entfesselte Jugend in einer Art maghrebinischer Intifada auf die Straße ging, hallte in der ganzen Kasbah der Kampfruf Allahu Akbar, Allah ist groß. Unter den Kugeln der Armee ist diese Revolte noch einmal zusammengebrochen. Es gab Hunderte von Toten. Aber die regierende Nationale Befreiungsfront ist seitdem außer Atem gekommen, hat ihren festen Standpunkt verloren. Präsident Shadli Benjadid entschloss sich, auf sein Machtmonopol zu verzichten und bei den anstehenden Kommunalwahlen auch anderen Parteien eine Chance zu geben. Er hatte bestimmt nicht damit gerechnet, dass die Fundamentalisten der Front des islamischen Heils in den meisten Ortschaften die absolute Mehrheit davontragen würden. Für diese Hinwendung der Massen zur strengen koranischen Rechtgläubigkeit war nicht nur das Vorbild Khomeinis ausschlaggebend gewesen. Die eifernden muslimischen Prediger aus Ägypten hatten ihre flammenden Aufrufe auf Tonbandkassetten gesprochen und nach Algier geschickt. Paradoxerweise hatten auch saudische Geldgeber diese religiöse Rückbesinnung zu einem wesentlichen Teil finanziert. Die Führer der islamischen Heilsfront, an ihrer Spitze der bärtige Sheikh Abbasi Madani, gleichen bei ihren Auftritten in ihren wallenden Gewändern mit ihrem üppigen Bart den Mullahs von Teheran. Diese Reorientalisierung Nordafrikas hat seit Ausbruch der Kuwait-Krise fast zwangsweise eine Solidarisierung der Algerier mit der Arabischen Republik Irak bewirkt. Bei der breiten Masse wird Saddam Hussein ohnehin schon als Volksheld gefeiert. Wenn kabylische Frauen gegen das Übergreifen religiöser Unduldsamkeit protestieren und ihre mühsam errungenen Emanzipationsansätze gegen die Einführung der Korangesetzgebung, der Scharia, verteidigen, dürfen sie sich keine Illusionen machen. Über kurz oder lang werden sie sich unterwerfen oder jenseits des Mittelmeers Zuflucht suchen müssen. Noch segnet die Madonna von Marseille, Notre-Dame de la Garde, La Bonne Mère, den großen südfranzösischen Hafen. Doch die islamische Dynamik Algeriens hat bereits auf die französische Provence übergegriffen. Es handelt sich hier nicht nur um eine temporäre Gastarbeiterbewegung. Eine Völkerwanderung findet statt. Das Bild der Städte am Mittelmeer zwischen Nizza und Perpignan hat sich in den letzten 20 Jahren zutiefst verändert. Nicht mehr Marseille spiegelt sich in Algier, sondern Algier ist in Marseille präsent. Diese immer schon kosmopolitische Siedlung erhält einen zunehmend maghrebinischen Charakter. Die Zahl der Musulmanen in Frankreich wird heute auf knapp 5 Millionen geschätzt. Es ist kein Zufall, dass in allen Ortschaften längs der nördlichen Mittelmeerküste die nationale Front des Demagogen Le Pen 20-25% der Wählerstimmen für sich verbuchen kann. Die Ausbreitung des islamischen Fundamentalismus ist in Frankreich längst zu einem der brennendsten Themen der Innenpolitik geworden. So wie einst der algerische Nationalismus in den Elendszonen der Fremdarbeiter rund um Paris seinen Ursprung nahm, so findet heute der islamische Integrismus seinen fruchtbarsten Nährboden in den maghrebinischen Ghettos der französischen Industrievorstädte. Schon warnen die frommen Imame in Frankreich, dass ihrer entwurzelten Jugend nur die Wahl bleibe zwischen der Rückwendung zur tugendhaften islamischen Religionsausübung oder dem fatalen Abgleiten in Drogensucht und Kriminalität. Nicht nur faschistisch oder rassistisch angehauchte Franzosen blicken mit schlimmen Ahnungen auf die Bildung einer kompakten, exotischen Masse, die aufgrund ihrer maghrebinischen Merkmale als wegen ihres kompromisslosen, religiösen Engagements im Sinne des Koran weder integrierbar noch assimilierbar ist.
واتخذوا آياتي ورسلي